Es ist der 28. Oktober 2010. Unser Politikblog spricht mit Frau Elke Steven vom Grundrechtekomitee. Es geht um die großen Anti-AKW-Demos oder die eine große Anti-AKW-Demo nächste Woche im Wendland im Zusammenhang mit dem AKW-Endlager in Gorleben oder möglichen AKW-Endlager in Gorleben. Frau Steven, worum geht es bei den Demonstrationen? Was sind die Hauptziele der Demonstrationen und die aktuellen Anlässe? Aktuell ist halt der Anlass, dass aus Frankreich wieder Atommüll in das Zwischenlager in Gorleben gebracht wird. Dieser Atommüll, der eben in Frankreich aufbereitet worden ist, ist das Symbol, an dem sich immer wieder dieser Protest kristallisiert, der ein Protest natürlich gegen insgesamt die Betreibung von Atomkraftwerken ist. Das eignet sich als Symbol, weil er eben durch die ganze Bundesrepublik der Zug auch fährt, weil man da Symbole stehen, behindern kann und damit deutlich machen kann, dass man nicht will, dass dieser Atommüll immer weiter produziert wird und dann zwischengelagert wird, obwohl man auch gar nicht weiß, wo man ihn irgendwann mal entlagern kann. Die Proteste sind deshalb jetzt so groß auch geworden, weil die gegenwärtige Regierung eben nochmal dafür sorgt, dass die Wiederaufnahme der Erkundungsarbeiten in Gorleben aufgenommen werden. Das heißt, es wird weiter erkundet, ob Gorleben auch ein Endlager sein könnte. Dagegen wehrt sich die Bevölkerung da ja jetzt seit Jahrzehnten. Und weil gleichzeitig die Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke auch noch geplant ist und damit eben noch wieder länger und mehr Müll produziert wird, von dem man eben nicht weiß, wo er hingehen soll. Das heißt, ein ganz entscheidender Punkt ist, dass man nicht die Produktion weiterer Müll so gering wie möglich hält, nicht so schnell wie möglich aussteigt, sondern dass man immer das Problem mit dem Atommüll immer größer macht und auch deswegen, das hat es den Protest an. Ja, es wird immer weiter produziert und eigentlich ist das hochgefährliches Material, was über Jahrtausende die Erde noch verstrahlen kann. Und eigentlich weiß man eben nicht, wohin damit. Aber trotzdem wird es weiter produziert und eigentlich wäre es dringend geboten, einfach andere Energieformen zu unterstützen, da auch Forschung zu fördern, sodass wirklich Alternativen entstehen können. Wer ist jetzt Veranstalter der Demonstration und mit wie vielen Demonstranten wird gerechnet? Dazu kann ich gar nicht so viel sagen. Die Veranstalter sind ja viele verschiedene Gruppen. Es ist ja Gott sei Dank auch so, dass es eben nicht mehr einen Veranstalter gibt, der dann auch für alles verantwortlich sein könnte, sondern viele Gruppen, die sich auf je unterschiedlichen Wege darauf vorbereiten. Wie viele Demonstrierende da erwartet werden, kann ich auch gar nicht sagen. Ich denke, der Protest ist im Moment sehr breit. Es haben seit Monaten ja jetzt schon immer wieder Protestveranstaltungen stattgefunden, überall in der Bundesrepublik. Und die hatten nochmal wieder einen sehr viel größeren Zulauf, als es in den letzten Jahren war, seitdem die rot-grüne Bundesregierung das Ende der Atomkraftwerke zumindest geplant hatte, auch wenn das noch sehr langfristig war, war der Protest etwas abgeflaut und durch die gegenwärtige Politik ist er einfach wieder größer geworden. Was ist Ihr Fokus als Grundrechtekomitee bei den Anti-AKW-Demonstrationen? Wir machen im Wendland während dieser Proteste eine Demonstrationsbeobachtung. Uns geht es dabei darum, das Grundrecht auf Versammlungs- und Meinungsfreiheit zu schützen. Wir werden mit vielen Leuten vor Ort sein, um an vielen Stellen beobachten zu können, wie mit dem Versammlungsrecht umgegangen wird, wie die Demonstrierenden dies versuchen wahrzunehmen und wie die Polizei damit umgeht, die eigentlich dazu Pflicht ist, dieses Grundrecht auch zu schützen.
Sie haben kritisiert, dass im Vergleich zu dem von den Demonstranten gewünschten Demonstrationsverlauf da Einschränkungen von der Polizei gemacht worden sind. Worum geht es da genau? Die Polizeidirektion Lüneburg hat eine Allgemeinverfügung erlassen, mit der sie für einen langen Zeitraum und einen großen räumlichen Bereich die Demonstrationen grundsätzlich verbietet. Das heißt, von Samstag bzw. Sonntagmorgen an bis dahin, dass der Castor in Zwischenlage gekommen ist, sind in dem Raum um den Transportwege, um die diversen Transportwege, alle Demonstrationen, alle Versammlungen verboten. Das heißt dann auch, man kann eigentlich nur da demonstrieren, wo es keiner wahrnimmt, wo der Castortransport auch nicht vorhanden ist. Und das ist natürlich eine massive Einschränkung des Grundrechts auf Versammlungs- und Meinungsfreiheit, wie es im Grundgesetz nun mal vorgesehen ist.